Sarah and I'm 29. Ich bin Sarah, 29 Jahre alt. Hi, ich bin Carrie, 37 Jahre alt, ein leidenschaftlicher Läufer. Ich habe schon 41 Marathons absolviert. In diesem Jahr laufe ich den London Marathon und will eine Zeit unter 3 Stunden 45 schaffen. Ich will eine Zeit unter 3 Stunden 40 schaffen. Das ist ambitioniert und ich hoffe, ich schaffe es. Bereit für das erste Schwimmtraining? In unserer zweiten Episode von Swim to Run haben wir mit Sarah und Carrie ein Schwimmtraining absolviert. Trainerin Annie prüfte die Fitness und passte das Training an. Also das kann definitiv meine Fitness verbessern. Well, back in my bedroom. Zurück im Schlafzimmer. 16 Meilen sind absolviert. 5.30 Uhr am Morgen, auf zum Laufen. Nicht einfach, aber ganz schön. Ganz easy, wenn es so ist, wie es ist. Kaum zu glauben, noch 3 Wochen bis zum London Marathon. Beängstigend. Und wenn man so ein Training absolviert, dann ist das ganz in Ordnung. Aber wenn man das am Morgen machen muss, dann geht das ja gar nicht, denn du hast noch nichts gegessen und man will nur noch ins Bett. Jetzt geht's aber ins Fitnessstudio. Annie hat mir ein Fahrradtraining geschrieben. Mein Vater ist mit dabei, so habe ich wenigstens eine Begleitung. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll und lege mich aufs Sofa. Heute folgen wir Sarah und Carrie auf ihren letzten Schritten auf dem Weg zum London Marathon. Sie treffen wieder mit ihrer Trainerin Annie zusammen. Hi guys, hi Sarah. Hi ihr zwei, wie geht's euch? Hi Annie. Alles gut? Ja. Was macht das Training? Hart, aber gut. Und bei dir, Carrie? Ja, alles gut bis hierher. Okay, wir werden einige Drills machen, besondere Drills, Stretching und sowas. Okay, klingt gut. Dann los geht's. Wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, dann muss dein Körper viele Umfänge verkraften. Es stehen viele Kilometer auf dem Programm, man muss den Oberkörper und die Beine stärken. Es ist wichtig, richtig stark zu sein. Okay, ihr zwei, jetzt erst einmal ein wenig Techniktraining. Das ist ganz besonders wichtig für dich, Sarah. Deine Füße müssen schnell denken. Du kommst vom Schwimmen. Und du, Carrie, du hast schon 41 Marathons bestritten. Du weißt, was zu tun ist, aber auch du kannst deine Technik verbessern. So, jetzt erst einmal ein wenig springen. Schneller, Sarah. Weiter in den Rücken, nicht nach vorne kippen. Schön, Carrie. Schnelle Füße, Sarah, genauso. Schneller, schneller, schneller. Bewege deine Arme. Ich mag solche Schritte. Normalerweise machst du das am Anfang oder am Ende einer Einheit, wenn man aus dem Jogging ins schnelle Tempo übergeht. Schön zu sehen, dass ich wohl mehr ein Sprinter als ein Ausdauerathlet bin. So, zurück hier auf die Strecke. Okay, wir werden jetzt einige Laufschritte machen. Das hilft beim Warmmachen, bevor wir dann eine schnelle Session haben, die dann mit mäßigem Tempo endet. Einige Schritte werden euch helfen, dynamischer zu sein. Denkt an die schnellen Füße. Beginnt stabil mit einem normalen Tempo und dann auf den letzten 10 Metern werdet ihr beschleunigen. Verstanden? Okay, so. Ihr wisst, was zu machen ist, okay? So, wir beschleunigen also ab dem Pylon, richtig? Okay, Sarah, nutze deine Arme, genau so. Und schneller, immer schneller, das ist richtig. Gut so, Carrie, in den Schultern entspannt bleiben. Denk an Angreifen, schneller, ein bisschen schneller. Schau dir Carrie an, der macht das perfekt.
Das ist besser, Sarah. Wie kann man das noch einmal machen? Es ist ganz wichtig, dass man, also ich meine, man sollte das in einer separaten Einheit tun oder am Beginn oder am Ende einer Trainingseinheit. Das ist ein Teil des Warm-ups. Mach weiter so, Carrie. Sehr schön. Noch ein wenig den Kopf heben. Es geht um die Körperkraft und es geht darum, die Körperteile wie die Arme richtig einzusetzen. Meine Beine sind stärker als meine Arme. Wenn ich laufe, überlege ich immer, wie ich meine gesamte Kraft besser einsetzen kann. Ich hoffe, dass mir das Schwimmen dabei hilft. Noch 10 Sekunden. Ich hasse das, aber es ist eine gute Art, Kalorien zu verbrennen und die Herzfrequenz zu erhöhen. Annie hat uns viele Tipps heute gegeben, neue Skills, Drills und noch vieles mehr. Das war sehr hilfreich, aber ich denke, das Wichtigste waren die Tipps für den eigentlichen Marathontag. Noch ein Tipp, wenn man Hunger oder Durst hat und man zu lange wartet, ist das nicht gut. Lasst es erst gar nicht so weit kommen. Immer wieder trinken, nehmt Gels mit. In dem Moment, in dem ihr merkt, dass ihr dehydriert, ist es eigentlich schon zu spät und ihr verliert an Tempo. Das wollen wir nicht. Das Schwimmtraining wird euch helfen, es wird einige Körner freisetzen. Das war jetzt neu, was ihr in eurer Vorbereitung getan habt. Aber das ist fundamental gewesen und es wird euch sicherlich helfen. And you know, I fundamentally believe that, you know, as your coach, that's going to really help you. Ja, keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich habe für mich festgestellt, dass meine Muskeln nicht so schnell ermüden. Ich fühle mich voller Energie, gesund und sehr fit. Das ist großartig. Ich fühle mich auch nicht so müde wie sonst immer. Nur mein Gehirn hat mir gesagt, dass ich noch nicht genug trainiert habe. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist doch genau der Punkt dieses Experiments. Ich fühle mich jedenfalls bereit. Als eure Trainerin habe ich ein gutes Gefühl, dass ihr unter 3 Stunden 40 oder 3 Stunden 45 bleibt. Jetzt müsst ihr nur noch dran glauben. In der nächsten Episode, am 3. Mai, schauen wir dann mal, wie sich Sarah und Carrie beim London Marathon geschlagen haben.